Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal barkrafts.com. Wie ihr im Titel schon gelesen habt, geht es heute um Scharfschützen in Hollywood. Und zwar habe ich vor, zwei Filmszenen zu beleuchten. Einmal Soldat James Ryan und einmal Fury Herz aus Stahl. Und wenn wir damit durch sind, dann stelle ich euch noch ein paar Scharfschützen aus dem Zweiten Weltkrieg vor, was sie so gemacht haben und wie die so gekämpft haben. Vielleicht ist das auch interessant für euch. Zum Thema Scharfschützen muss ich sagen, ich habe in meiner Dienstzeit schon mit mehreren Scharfschützen zu tun gehabt. Und ich muss sagen, das sind wirklich ganz ruhige Kameraden, keine Rambos, sondern die wissen einfach, was sie können und die tun, was sie tun müssen. Und ich muss da auch zu sagen, wenn man die auf seiner eigenen Seite hat, dann ist man relativ beruhigt. Wenn man aber in ein Gebiet kommt, wo es heißt, hier könnten Scharfschützen sein, da wird einem schon anders. Aber das gehört jetzt nicht hierher, sondern wir gehen einfach mal rein, fangen an mit dem ersten Filmbeitrag bzw. der Filmsequenz, und zwar Soldat James Ryan, der Film aus dem Jahr 1998 mit Tom Hanks. Der Auftrag ist ja klar, die sollen den Private Ryan aus der Normandie nach Hause bringen. Muss ich jetzt nicht erzählen, die Geschichte kennt ja eigentlich jeder. Fakt ist auf jeden Fall, die gehen in einen Ort, der heißt Neuville, und treffen dort tatsächlich auch auf einen Scharfschützen. Und diese Szene schauen wir uns mal an und nebenbei kommentiere ich dazu und erkläre ein bisschen was dabei. Ja, wir sind jetzt in der Stadt Neuville angekommen und rücken jetzt vor. Wir müssen natürlich aufpassen, in den Häusern können natürlich überall Leute sitzen, also feindliche Soldaten. Und ja, muss eben ein bisschen vorsichtig sein. Carpazzo, gespielt von Vin Diesel, sieht in dem Kind ja irgendwie seine Nichte und will sie retten und nimmt seinen Helm ab und rettet, versucht das Kind zu retten, was per se eigentlich nicht gut ist, weil der Captain auch sagt, er soll das nicht machen und er aber nun das einfach durchzieht. Nun gut. So, aufpassen. So, jetzt hat man gesehen, wie er getroffen wurde und kurz nach den Schuss gehört. Und der amerikanische Scharfschütze, der Private Jackson, der sagte auch gleich was zu. Ich kann das aber auch gleich kurz erklären. Die sagen ja in dem Filmbeitrag, der Schütze muss ungefähr 450 Meter weg sein, also plus. Und wenn wir uns ein bisschen mit Physik beschäftigen, Schallgeschwindigkeit, der Schall breitet sich aus mit 340 Meter pro Sekunde. Und das Scharfschützengewehr hat eine Schussgeschwindigkeit, die Kugel hat eine Geschwindigkeit, oder eine V0, wer das kennt, von 895 Meter pro Sekunde. Das heißt, wenn die Kugel im Ziel ist, braucht der Schall, also der Knall von dem Schuss, noch 2 Sekunden, um anzukommen. Deswegen wird er erst getroffen und dann hört man erst den Schuss. Ja, das mal dazu. Und natürlich für den Scharfschützen ideal, der Getroffene ist nur getroffen und ist nicht tot. Und da muss man auch mal drüber nachdenken, warum das so ist. Da sage ich gleich was zu. So, jetzt sehen Sie den Kirchturm, dass da der Scharfschütze sitzen könnte. Und der Private Jackson hat auch ein Scharfschützengewehr, beziehungsweise hat ein Gewehr dabei, mit dem er natürlich auch den Scharfschützen aufs Korn nehmen kann. Er montiert jetzt auch sein Zielfernrohr. So, hier halte ich nochmal kurz an. Dieser Private Jackson, der Barry Pepper, der hat auch ein M1903A4 Springfield Rifle mit einem Zielfernrohr, das er jetzt zusammenschraubt und versucht dann natürlich, ich sag mal, dieses Counter-Snipern zu machen. Jetzt müssen wir nochmal auf den angeschossenen Vin Diesel, also den Carpazzo, schauen, der da liegt und blutet. Was ist eigentlich der Hintergrund? Also der Scharfschütze schießt hier in dieser Szene nicht, um zu töten, sondern er schießt,
um einen Soldaten zu verletzen. Damit will er natürlich die anderen Soldaten rauslocken, weil ein Schuss, ein Treffer, okay, und dann kommt keiner mehr raus. Aber wenn da ein Kamerad liegt und schreit, dann kommen die anderen normalerweise und versuchen ihn zu retten, dann wird der nächste angeschossen, auch nur verletzt, dann wird der nächste angeschossen und so weiter und so fort. Das war gängige Praxis im Krieg. Das war in Russland so, dass die russischen Scharfschützen halt versucht haben, Offiziere so zu verletzen, dass sie irgendwo ja, lagen und gerettet werden mussten. Und dann haben natürlich die Untergebenen versucht, den Mann zu retten und wurden nacheinander abgeschossen. Das ist eine gängige Praxis. Also er hat hier nicht geschossen, um zu töten, sondern hat geschossen, um noch mehr zu erwischen. Gut, gehen wir mal weiter. Ja, peilt jetzt den Kirchturm an. Ich meine, 450 Meter. Auch mit Zielfernrohr. Ich meine, der eine oder andere von euch hat sicherlich schon mal geschossen. Aber das ist schon eine Entfernung, auch mit dem Zielfernrohr da relativ genau zu treffen. Da muss man schon eine ruhige Hand haben. Also das ist nicht ganz so einfach. Keiner kann ihm helfen, weil die genau wissen, dann werden sie auch angeschossen oder abgeschossen. So, Private Jackson peilt schon mal über die Kante, vorsichtig. So, jetzt sehen wir hier den deutschen Scharfschützen. Der Name ist Wolfgang Gottberg, also im Film heißt er Wolfgang Gottberg. Wird gespielt von einem Schauspieler Leos Stransky, meine ich, heißt er, genau. Und hat hier auch ein K98 mit einem ZF42 aufgesetzt, also vierfacher Vergrößerung. Und ja, versucht da weitere Ziele zu finden. Allerdings muss man sagen, das Fadenkreuz, was in dem Film gezeigt wird, ist nicht akkurat. Also das ZF42 hat ein anderes Fadenkreuz. Aber das nur mal so am Rande. So, er guckt jetzt hier, könnte natürlich schießen, macht er nicht. Versucht natürlich die anderen rauszulocken, wie ich schon gesagt habe. No, er sucht weiter Ziele. Findet aber keine. Also lohnt es sich auch nicht zu schießen. Und Private Jackson hat ihn schon im Visier. Der Schuss bricht und er schießt ihm direkt durch das Zielfernrohr in den Kopf. Jetzt muss man mal wieder an die Physik denken, also der Winkel, wie er die Waffe gehalten hat da oben und nach unten gezielt hat und der Winkel, wie der Private Jackson geschossen hat, ist eigentlich unmöglich, dass er ihm durchs Zielfernrohr in den Kopf schießt. Ist im Film, weiß ich auch. Denke mal, das soll eine Hommage sein an eine Sache, die tatsächlich passiert ist, historisch, und zwar im Vietnamkrieg. Ich glaube, 68 muss das gewesen sein. Da hat der Gunnery Sergeant Hathcock vom United States Marine Corps einen feindlichen Scharfschützen, also einen Vietcong-Scharfschützen, durch das Zielfernrohr erschossen. Er hatte damals berichtet, dass er die Reflexion des Zielfernrohrs gesehen hat. Natürlich im Wald, im Dschungel, Vietnam, nicht wahr? Da ist nicht viel, was reflektiert. Und wenn man dann so eine Spiegelreflexion sieht und da drauf hält, dann trifft man natürlich das Zielfernrohr. Und so hat er auch auf eine Entfernung von, so steht es geschrieben, 450 Meter, den feindlichen Scharfschützen ausgeschaltet. So, gucken wir uns das mal zu Ende an. Scharfschütze weg. Gefahr gebannt, aber auch leider Gottes, Capasso hat es nicht geschafft. Ja, das erst einmal zu dem Soldat James Ryan und dem Scharfschützen im Glockenturm. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die nächste Szene ran. Ja, kommen wir zum nächsten Filmausschnitt. Diesmal aus dem Film Fury, Herz aus Stahl aus dem Jahr 2014.
Wir haben uns schon durch den Film durchgearbeitet in Teilen. Jetzt kommen wir mal zur Endszene oder zum letzten Gefecht. Das werde ich vielleicht andermal noch machen. Mir geht es aber bei diesem Gefecht eigentlich nur um den Scharfschützen, der hier auftaucht. Man muss dazu sagen, die haben jetzt ja nun schon die ganze Zeit versucht, diesen Panzer in die Luft zu sprengen und kaputt zu schießen und so weiter, haben auch den einen oder anderen von der Panzerbesatzung schon getötet, aber an dem großen, schweren MG steht noch Brad Pitt, also War Daddy, Sergeant Collier, und schießt, und deswegen haben die sich wahrscheinlich gedacht, jetzt holen wir uns mal einen Scharfschützen, der den Mann ausschaltet. So, und wenn wir den Film hier mal starten, dann sehen wir hier das Gefechtsfeld und sehen dann durch die Leichen hier den Scharfschützen heranrobben. So, da muss ich gleich einmal schon anhalten. Was man hier sieht, der ist natürlich getarnt, der Mann, und hat auch ein Gesichtstarnnetz, ein Gesichtsschleier mit. Das soll eigentlich verhindern, dass im Lichtschein oder im Feuerschein das Gesicht, das ja in der Regel ein bisschen heller ist als die Umgebung, leuchtet oder reflektiert und man ihn sehen kann. Und das ist tatsächlich ein authentischer Schleier, also sowas wurde tatsächlich im Zweiten Weltkrieg getragen. So, lassen wir mal weiterlaufen. So, Brad Pitt ist hier noch schwer am Kämpfen mit seinem Kaliber 50 MG, also 12,7 mm Kaliber 50. So, in diesem Moment hat der Scharfschütze aber natürlich einen anderen Auftrag. Er muss ja diesen Schützen ausschalten, damit seine Leute diesen Panzer irgendwann stürmen können. Ja, und ich denke mal, durch den Nebel und auch durch diesen Rauch kann man wahrscheinlich nicht so genau schießen. So, was passiert? Der erste Schuss bricht und Bible kriegt einen Kopfschuss ab. Also Brad Pitt wird nicht getroffen, sondern Shia LaBeouf kriegt den Treffer ab und ist somit auch erledigt. Er schießt weiter und jetzt halte ich nochmal, ja, gleich nochmal an. So, wieder ein Schuss. Also zwei Möglichkeiten gibt es jetzt. Entweder er spekuliert darauf, dass der Verwundete schreit und nochmal einer aus dem Panzer mehr rauskommt, den er auch abschießen kann. Oder er will einfach sich dafür rechnen, dass seine Leute so viel Verluste hinnehmen mussten. Man weiß es nicht. Wir schauen mal weiter. So, er lädt nach, hat auch ein K98 von Mauser mit einem ZF42 drauf, und hier kann man tatsächlich auch sehen, dass die Visierung richtig stimmt, also das Fadenkreuz. Hier sieht man nochmal den Gesichtsschleier, im Übrigen ist dieser der Schauspieler, der den Schützen hier spielt, das ist Jamie Fitzsimmons. Sheriff aus den USA. Ich habe noch ein Bild dabei, der hier einen SS-Scharfschützen spielen soll. Dienstgrad weiß ich nicht, den Namen haben wir auch nicht rausgekriegt. Auf jeden Fall gehört er zu dem SS-Regiment der Führer. So, schauen wir mal weiter, was er hier macht. Er peilt an und hier nochmal kurz angehalten. Das ist tatsächlich auch ein Zielkreuz von dem ZF-42. Ich habe selbst schon mal durchgeguckt. Ist tatsächlich so, sieht so aus, ist eine vierfache Vergrößerung und so wird quasi eingezielt. Ja. Er wartet natürlich jetzt, dass er nochmal hochkommt. Hat ja auch nichts mehr zu verlieren. Zweiter Schuss. Und dritter Schuss. Ja, damit hat sich das auch erledigt. Ende des Films kennen wir ja. Hier war der Scharfschütze halt dafür da, um tatsächlich den Panzerkommandant eigentlich final zu erledigen, damit keine Gefahr mehr ausgeht von dem Panzer. Ja, das erstmal zu dem Film Fury, Herz aus Stahl und dem Scharfschützen dort. Und dann wollen wir uns gleich nochmal zwei bzw. drei Scharfschützen aus dem Zweiten Weltkrieg angucken. Ja, dann fangen wir mal an. Den ersten Scharfschützen, den ich noch vorstellen möchte,
ist ein finnischer Scharfschütze, und zwar aus dem russisch-finnischen Winterkrieg, beziehungsweise dort hat er gekämpft. Der begann am 30. November 1939 und ging bis zum 13. März 1940, also 105 Tage. Und dieser Scharfschütze, ich muss den Namen immer wieder, also ich kann ihn nicht richtig aussprechen, Simo Heihahe oder so heißt er. Also Heiha, ich kann das nicht wiedergeben. Wahrscheinlich würden die Finnen mich jetzt auslachen, weil ich das natürlich falsch ausspreche. Fakt ist auf jeden Fall, in diesem 105 Tage dauernden Gefecht gegen die russische Übermacht hat der Simo über 505 feindliche Soldaten erschossen. Er hat den Spitznamen der Weiße Tod. Und was dazu kommt, der hatte keine Zieloptik. Also er hat nur über Kimme und Korn mit einem Mosin-Nagant, das ist russisches Gewehr, gezielt und die feindlichen Soldaten abgeschossen. Also der, ich sag mal, der Scharfschütze mit den meisten bestätigten Treffern. Das auf jeden Fall mit 505 Treffern der, ich sag mal, Spitzenreiter. Hat den Krieg überlebt, ist 2002 in seiner Heimat gestorben und ja, ist in allen Büchern erwähnt, kann man nochmal nachlesen, was der so alles gemacht hat. Ja, den zweiten, den ich vorstellen möchte, ist ein deutscher Scharfschütze der Wehrmacht, der Gefreite Matthäus Hetzenauer. Der hatte 345 bestätigte Abschüsse in Russland. Die meisten davon gemacht, war halt auch nur Gefreiter. Dazu muss man auch sagen, dass unter den in der Wehrmacht eigentlich der Scharfschütze nicht sehr hoch angesehen war. Für die Offiziere sowieso nicht, weil das nicht ritterlich war, einfach jemanden abzuschießen. Allerdings waren die immer ganz froh, wenn sie einen guten Scharfschützen in der Nähe hatten, weil der natürlich auch für, ich sag mal, Angst bei dem Feind sorgte, wenn dann Leute einfach rausgeschossen worden sind. Und mit diesen 345 bestätigten Schüssen hat er sich im Zweiten Weltkrieg auch das Ritterkreuz verdient und war damit so der erfolgreichste Scharfschütze der deutschen Wehrmacht. Es gibt da noch einen, das ist der Sepp Allenberger, der hat auch ein Buch geschrieben, Im Auge des Jägers, das habe ich auch gelesen. Kann man halten, was man will davon, aber ich fand es sehr interessant, vor allen Dingen die Passagen, wie die gekämpft haben. Also die haben tatsächlich als Scharfschütze an der Front gearbeitet und wenn dann Sturmangriffe kamen, haben sie in den Sturmangriff noch mit reingefeuert, haben dann aber ihre Waffe versteckt, haben eine andere Waffe genommen und haben dann weitergekämpft. Der Hintergrund war der, sie wussten genau, wenn sie gefangen genommen werden und man findet bei denen ein Scharfschützengewehr, dass sie zu Tode gefoltert werden. Das war gang und gäbe, weil die natürlich sich alle rächen wollten an dem Scharfschützen, der so viele der eigenen oder der Kameraden dann getötet hat. Ja, und der letzte im Bunde, den ich gerne vorstellen möchte, das ist Wassili Saitsev, ein russischer Scharfschütze. Und der sollte, oder einige von euch sollten den kennen, und zwar dieser Film Duell oder Enemy at the Gate mit Jude Law und Ed Harris spielt quasi in Stalingrad und handelt von diesem Scharfschützen Wassili Saitsev. Und also es ist natürlich ein Film, aber die Parallelen sind natürlich auch da. Und er hat natürlich auch in Stalingrad, ich sag mal, seine Abschüsse gemacht. Ich muss jetzt einmal mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel Abschüsse er hatte. 252 Abschüsse hatte er in Stalingrad. Angeblich noch ein bisschen mehr. Wurde da zum Volksheld natürlich durch den Kampf gegen die eindrückenden Deutschen. Und wenn ich noch mal auf die Verfilmung kommen kann, Wassili Saitsev, Jude Law und Ed Harris als ein Major, dann passt das sowieso hinten und vorne nicht, weil dieses Gefecht hat es nie gegeben. Und vor allen Dingen ein Major als Scharfschütze, das war unvorstellbar, weil also eigentlich Gefreite und Offiziere waren Scharfschütze. Aber der Film ist ganz gut gemacht, kann man sich angucken, ist halt, ja, ich sag mal, Heldenverehrung in einer Form. Ja. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein zum Thema Scharfschützen. Wie gesagt, ich hatte am Anfang schon gesagt, ich hatte mit den Jungs auch schon zu tun, alles Profis, und ich habe mit den Kampfschwimmern zu tun, da sind auch einige Scharfschützen bei. Vielleicht kann ich einen von denen mal vor die Kamera holen und mit dem mal so ein Gespräch führen und dass man mal so einen Scharfschützenfilm aus der Neuzeit analysiert, wie American Sniper, wo Chris Kyle seine 160 Abschüsse da macht, ob das alles so richtig ist oder ob man da als aktueller Scharfschütze oder Scharfschütze in unserer Zeit was zu sagen kann. Muss ich mal sehen. Also ich werde das mal versuchen, vielleicht kriege ich das hin. Ja, bis dahin kann ich euch nur
Kann ich mich noch bei allen von euch oder bei euch bedanken für die Abos, die ihr macht, die Videos, die ihr guckt, die Kommentare, die ihr schreibt. Schreibt gerne weiter, gebt mir Abos, gebt mir Likes. Ich freue mich darüber riesig. Alles Weitere war an dem Gewinnspiel schon erzählt und bleibt auf jeden Fall gesund in dieser Zeit und schaut wieder rein und ja, macht's gut und vielen Dank.